Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal aus Karlsruhe. Heute wieder mit einem spannenden Thema zum Thema Fitness over 15. Spannendes Thema, warum? Das ist doch eines der häufig gestellten Fragen, wenn sich Männer und auch Frauen, vor allem aber Männer, dafür entscheiden, ab sofort beschäftige ich mich mit meinem Körper, mit Fitnesstraining, Krafttraining, Muskelaufbau und Training. Klar, bei Männern steht natürlich hier mehr der Muskelaufbau im Fokus und bei den Ladies mehr die Fettreduktion, die Gewebestraffung im Fokus. So, ich muss mich hier mal anschalten. Hier habe ich immer ein paar Stichworte. Ja, warum? Ich habe ganz viele Ideen, wahnsinnig viele Ideen und allein im Thema Over 15 bin ich jetzt zwischenzeitlich bei, glaube ich, insgesamt 25 Clips angelangt, die ich in Planung habe. Und deswegen brauche ich ab und zu mal einen Spickzettel, um da reinzugucken, dass ich nicht den Faden verliere. Also, heute sind wir dran, beziehungsweise heute geht es darum, die Frage zu beantworten, die wichtige Frage für Männer, was kann ich in meinem 50. Lebensjahr noch an Muskelmasse aufbauen? Ja. Dazu gibt es wie immer überhaupt keine pauschale Aussage. Warum? Ganz einfach, weil es ganz viele Parameter gibt, die dafür sorgen, dass die Ergebnisse ganz unterschiedlich ausfallen. Jetzt haben wir mal Folgendes. Fangen wir mal mit Folgendem an. Es gibt natürlich unterschiedliche Körpertypen, unterschiedliche Staturen von Männern. Und da gibt es Männer, die zum Beispiel sehr hager sind, die von Natur aus nicht viel Muskelmasse mitbringen, die perfektioniert werden als Marathonläufer, aber als Kraftsportler eher nicht. Das erkennt man daran, dass die eher Probleme haben, Gewicht zuzunehmen, dass die natürlich eher das Problem haben, dass sie ein sehr schlankes Erscheinungsbild haben. Dann haben wir die etwas kleineren Männer, die gedrungenen Männer, die gleich von Natur aus ein ordentliches Paket sind. So, dann haben wir schon zwei verschiedene Typen. Dann gibt es auch noch einen dritten Typ, so das ist der Mischtyp zwischendurch. So, jetzt haben wir schon mal zwei hauptsächliche unterschiedliche Körpertypen. Der eine hat zum Beispiel mehr sogenannte langsam zuckende Muskelfasern, rote Muskelfasern. Das ist der Typ, der dafür veranlagt ist, natürlich Marathon zu laufen, Ausdauersport zu machen. Aber keine große Veranlagung mitbringt für den Kraftsport. Dann haben wir den anderen, den kleinen gedrungenen. Da wäre es keine gute Idee, wenn der sich entschließen würde, Marathon zu laufen. Der hat eher so diese kurzzeitige Kraft, hat ordentliche Power und ist natürlich ein ordentliches Paketchen. So, und jetzt haben wir schon zwei verschiedene Typen und die zwei verschiedenen Typen, die fangen jetzt mit 50 an zu sagen, so, jetzt wird es Zeit, dass ich was für meinen Body tun. Und was passiert? Der eine, der kleine Gedrungene, nimmt relativ schnell an Muskelmasse zu. Der andere, der gleiche Sachen macht, der das gleiche ausführt, nimmt weniger Muskelmasse zu. Im Verhältnis viel weniger. Deswegen gibt es keine pauschale Aussage. So, jetzt ist es wichtig, noch ein paar Parameter abzuklären. Und zwar folgende Parameter. Erstens mal, wie viel unterm Strich an Muskelmasse über dem 50. Lebensjahr rauskommt, davon abhängig ist natürlich meine Voraussetzung. Habe ich jemals meinen Körper schon mit Kraftsport in irgendeiner Art und Weise konfrontiert? Wenn ich das nicht habe, ist die Chance viel größer, dass in der Anfangszeit das Muskelvolumen höher wird. Das ist Parameter Nummer 1. Parameter Nummer 2. Wie häufig trainiere ich? Trainingshäufigkeit und die Trainingsintensität ist mit dafür ausschlaggebend, welche Menge an Muskelmasse ich aufbauen kann. Klar, dreimal muss sein. Meine Vorgabe wäre, ihr geht dreimal ins Krafttraining. Das nächste ist, mit welcher Art von Training beschäftige ich mich? Beschäftige ich mich nur mit Körperlastübungen, das heißt dieses Body Exercise, auf Deutschland Körpergewichtsübungen, wie Liegestütze, Seitstütze, Bauchkranz auf dem Boden, Plank, was haben wir noch, enge Liegestütze. So diese Übungen, beschäftige ich mich mit diesen Übungen, ist natürlich auch wieder die Muskelaufbaurate etwas kleiner, beziehungsweise fällt kleiner aus, wie wenn ich hergehe und ich arbeite im typischen Krafttrainingsbereich mit Freihanteln. Was haben wir noch? Wir haben natürlich noch den Parameter, den dürfen wir nicht vergessen. Wie hoch ist die Trainingsintensität? Was für den einen eine hohe Trainingsintensität ist, ist für den anderen
Larifari. Deswegen auch wichtig, wie gehe ich ran, wie ernst nehme ich das Ganze, wie hart, was für ein guter Fighter bin ich. Bin ich jemand, der 10 Wiederholungen macht und nach der 9 Wiederholung sagt, es tut weh, ich habe keinen Bock mehr. Oder bin ich derjenige, der sagt, 10 ist mir wurscht, ich mache auch noch eine 11. Warum? Weil ich es kann. So, nächster Parameter. Was haben wir noch für Parameter? Klar, den Parameter Stressfaktoren. Wie gestresst bin ich? Kopfstress, Körperstress, wobei da der Kopfstress ausschlaggebender ist. Ist jemand da, der 60 Stunden der Woche hochaktiv mit der Birne arbeitet, total gestresst ist, da ist es oftmals sehr schwierig, sich noch im Training zu fokussieren. Da ist es wichtiger natürlich, dass das Training ein entspannender Faktor darstellt. Das heißt, wie fokussiert gehe ich vor, wie energiegeladen gehe ich ins Training? Ist es so, dass ich von dreimal Training, zweimal Training so ins Studio schleiche und denke, hoffentlich bin ich bald fertig? Oder gehe ich ins Fitnessstudio und sage, jawohl, diese 3 Trainingseinheiten pro Woche, die gehören mir, die hole ich mir. Und gehe mit hier eiserner Disziplin und mit gnadenloser Härte dran. Muskelaufbaurate, klar, natürlich bei der einen Variante wesentlich höher. Nächster Faktor, der Faktor Schlafen. Wie gut schläft jemand? Wie tief schläft jemand? Wie ausgeruht ist jemand? Auch ein wichtiger Faktor zum Thema, wie hoch kann die Muskelaufbaurate ausfallen? Nächster Faktor und für mich der wichtigste Faktor überhaupt, das ist der Faktor Essen. Ernährung. Wie schaut's aus? Was macht mein Ernährungsstatus? Habe ich meinen Ernährungsstatus an mein Vorhaben angepasst, Muskeln aufzubauen? Wenn ich das nicht habe, dann ist die Muskelaufbaurate sehr klein. Ist das Ernährungsverhalten angepasst, dann ist die Muskelaufbaurate wesentlich höher. Warum? 7 Tage in der Woche, 3 Mahlzeiten am Tag sind 21 Mal die Möglichkeit, was richtig oder falsches zu essen, was fitnessartgerechtes zu essen. Genau, und wir haben nur 3 Mal in der Woche Zeit für ein Training, im Durchschnitt. Also wisst ihr, die Küche ist verdammt wichtig, da kann man auf jeden Fall viel Erfolg generieren. So, das waren jetzt die wichtigsten Punkte, es kommt noch ein Punkt. Wie hoch ist die Wachstumshormonsekretion, wie hoch sind die Testosterone, die männlichen Hormone, eher im Freien? Wenn der Wachstumshormonhaushalt bedingt durch Belastungen außerhalb, das heißt durch zu viel Stressfaktoren, zu schlechten Schlaf, durch gnadenlosen Raubbau im Körper, weil man Alkohol trinkt zum Beispiel regelmäßig, wenig schläft, raucht, das Ernährungsverhalten eine Katastrophe ist, nachts viel zu wenig schläft, dann ist in der Regel natürlich auch ein Stück weit die Hormonsekretion im Keller. Wenn die Stressfaktoren außenrum zu hoch sind, ist der Cortisolhaushalt, das körpereigene Stresshormon, zu hoch. Und dieses Hormon ist in der Lage, alles zu blockieren. So, das war der nächste Faktor. So, wie ihr seht, gibt es ganz viele Faktoren, die für Sieg oder Niederlage verantwortlich sein können. Was sagt uns das? Ich habe jetzt euch ganz viele Tipps gegeben. Inwieweit ihr euer Verhalten, euer Trainings- und Schlafverhalten anpassen könntet, um mehr Erfolg zu erzielen. Also Freunde über 50, ihr habt eine Chance, wenn ihr noch nie was gemacht habt, eine große Chance, Muskelmasse aufzubauen. Wie hoch die ist, lässt sich schlecht beziffern. Die Chance ist immer da. Ihr müsst eben einfach raus aus der Komfortzone und rein in die sogenannte Männerzone. Ja, große Widerstände in regelmäßigen Abständen erhöhen, gegen große Widerstände arbeiten, die Küche zum Freund machen und regelmäßig zeitnah ins Bett und darauf achten, dass ihr einen guten und gesunden Schlaf habt. Und dann werdet ihr auch Erfolg haben, hundertprozentig sicher. So, das war heute für die Männer zum Thema, wie hoch können die Muskelaufbaurate ausfallen. Ich weiß, ich habe keine definitive Aussage bekommen, die bekommt ihr auch nie, weil es einfach ein Stück weit individuell ist. Ihr wisst nur, ihr habt eine Chance. Die Ladies, die jetzt natürlich auch zugucken, so hoffe ich doch, die fragen sich ja aber, wo ist denn meine Frage beantwortet zum Thema Fettreduktion? Was kann ich in welcher Zeit erreichen? Da gibt es bald ein Video dazu, auch für die Ladies over 50 bin ich da. Das war's, Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T, zum Thema deine Fitness, wie hoch ist deine Muskelaufbaurate, meine Aufgabe.